Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier ein bisschen umgebaut. Wir haben hier da ein Lager angesetzt, wo direkt alles reingefüllt wird und nicht sozusagen vom LKW direkt runter, sondern halt wirklich ordentlich angeliefert. Wir haben das alte Holzlager hier verschoben nach hier oben, wo eh viel Platz ist, und wir haben die Kohlemine noch ein bisschen weiter gesichert. Damit hier ja nichts schief läuft, werden sie sich auf so fast das Maximum an Tiefe buddeln. Weil wir haben ja hier schon gesehen, hier ist dann Ende, hier scheinen wir auf Grund zu stoßen. Die Bagger sind fleißig am Buddeln, um hier weiter Kohle zu scheffeln, weil wir benötigen natürlich weiterhin Kohle für unseren ganzen Prozess hier. Und ja, jetzt sind wir gerade mal, müssen wir mal gucken. Asche, der Sand läuft langsam aus. Ist natürlich eine Sache. Und ich bin noch auch, unsere Turbinen laufen immerhin schon wieder auf voller Leistung. Das ist gut zu wissen. Jetzt langsam wird Kohle wieder, ja, angeschäffelt. Jetzt hoffen wir, dass wir es wirklich bis zum Rand füllen können, das Lager. Dann hält es auch ein paar Sekunden, wenn wir mal wieder bei der Kohlemine was umbauen. Also unsere Produktion hier ist auch in einem sehr schönen Zustand, wie ich finde. Also das Lager ist echt voll. Tanken sollte das Ding auch können. Also mal gucken. Es ist schon wieder doppelt so viel da, wie er aufnehmen kann. Was natürlich noch lukrativer macht. Unsere Tanks hier sind auch bummvoll. Also ich sehe hier aktuell kein Problem. Die sind natürlich deaktiviert, solange sie nichts benötigen. Die Tankstelle hier hat auch genug dran. Und ich glaube, wir haben ja hier hinten auch eine Tankstelle noch hingestellt gehabt. Die sollte auch jederzeit was auf Lager haben. Das ist natürlich auch perfekt. Das Schiff ist wieder repariert, bedeutet, wir schicken es wieder auf Reisen. Es soll uns hier hinten mal eine Schlacht kämpfen. Wir haben hier jetzt auch mittlerweile ein Schiff gefunden. Das braucht 200 Kupfer, 300 Stahl. Stahl haben wir noch nicht. Und das ist jetzt wahrscheinlich so eine unserer nächsten wirklichen Aufgaben. Die Produktion verbessern, wie ich sagen würde. Wir müssen schauen, dass der Produktionsablauf verbessert wird. Und dafür müssen wir schauen, wie wir hier am besten vorgehen. Ich würde ja gerne hier eine Produktion hinstellen für Eisen. Bedeutet, das Ganze, was hier ist, nach hier drüben bewegen. Warum? Hier ist mehr Platz. Hier ist Kupfer auch direkt dabei. Bedeutet, wir könnten hier rein theoretisch auch Kleinlaster, kann ich Ziel erreichen, was? Wo will denn der hin? Was ist jetzt passiert? Irgendwas ist passiert. Ist es dieser Bergrutsch, der passiert ist? Ein paar scheinen ja keine Probleme zu haben. Ich verstehe jetzt nicht ganz, was das Problem ist. Der Tanker kommt auch runter. Wo wollten wir das? Habt ihr? Zurücksetzen? Zurücksetzen? Ich check's nicht. Irgendwas haben sie. Ist es vielleicht, weil sie hier nicht mehr rumkommen, weil hier ein Hügel gerade entstanden ist, weil ein Bergrutsch war oder sowas? Was ist, wenn ich ihnen jetzt fürs Erste sage, hey, all das mal aus, nur um die Ecke kümmern? Jetzt hat schon. Es war halt echt die kleine Ecke, die abgerutscht ist, die müssen sie beseitigen. Vielleicht gebe ich ihn hier einfach am besten noch auf. Hey, schaut an, buddelt das auch weg. Und dann könnt ihr hier in Ruhe auch wegbuddeln. Dann sollten wir hier auch gut weiterkommen. Wenn wir genug Durchfahrtsplatz haben. Das ist einfach der enge Platz, den ich hier geschaffen habe. Das ist das Problem. Gut, 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 gut. Dann müssten wir hier mal umplanen, weil aktuell geht ja das hier raus. Wenn wir hier eine wirkliche Produktion hinsetzen, wird es anders verlaufen.
Wir brauchen hier ein hochlaufendes Kabel. So. Denn hier dran werden dann die ganzen Verbindungen gesetzt, die wir hier aktuell haben. Dann brauchen wir hier die Verarbeitungsgeräte, die Brecher. Hier kommen insgesamt 5 Stück hin, weil hier kommt ja eine große Produktion auch hin. Heißt, ich bin ausgeschaltet? R. Ja, habe ich. So. Das taugt denen nicht so, okay. Dann sollten wir eventuell das nochmal abbrechen und alles ein bisschen nach hinten versetzen. Nochmal das Ganze ein bisschen versetzen, stopp. Kommando zurück. Aber wie gesagt, aktuell liefert er es ja hier drüber. Und dann soll er es hier drüber liefern, dann tun wir das nicht ganz weg und dann haben wir hier Platz für eine Eisenproduktion. Dann kommt hier in die Mitte das Kohlelager und dann kann von hier aus sich das Ganze verteilen. Dann haben wir wirklich einen spezifischen Platz für alles. Klar, die Eisenmine ist jetzt ein bisschen weiter weg wie davor, aber es liegt trotzdem genau in der Mitte und ich kann halt da wirklich alles gut planen. Das wird weiterhin dann natürlich so bleiben. Vorteil aber, wir haben hier auch schon Wasser hingelegt, weil wir es hier brauchen. Und Stahl braucht genauso Wasser. Bedeutet, wir haben dann alles wirklich hier, was benötigt wird. So. Dann geben wir den Brechern halt einen Abstand. Ich werde trotzdem 5 hinbauen. So und so. Mit der Menge an Brechern sollten wir gut auskommen. Out ist aus. Das alles ist an. Und dann geben wir immer den Tipp, das alles zu übernehmen. Perfekt. Gut, dann muss jetzt nur noch alles fertig produziert werden. Oder sie haben einfach aktuell keinen Bock. Scheint mir so. Dann mache ich das halt schnell selber fertig, weißt du? Auch kein Problem. Auch gar kein Problem. Denn ich würde natürlich die Maschine schnell anfangen, gerne umzustellen. So, U-förmiges Gerät hier weg. Weg damit. U-förmiger Uchala.
So. Das passt doch. Vielleicht ein bisschen zu eng gemacht. Dann kann das da hochlaufen. Und läuft dann da drüber nach oben. Scheint es so ein bisschen zu haken, kann das sein? Hier tackert da gerade ein bisschen, aber weil auch was von der anderen Seite noch gekommen ist. Es kommt aber schneller nach, wie es reingeht. So, jetzt hat. Dann merkst du wieder, dann tackert es wieder, dann tackert es nicht wieder. Bin mal gespannt. Wir müssen halt vor allem die ganzen Lager hier leer machen. Leeren. Auch leeren. So. Dann können wir nicht langsam anfangen mit dem Umbau. Das wird natürlich jetzt ein Schritt-für-Schritt-Vorgang sein. Wir müssen die Eisenproduktion rüber tun. Wir müssen das ganze System einfach von A nach B verschieben. Und das dauert natürlich seine Zeit. Das Lager ist schon fast leer. Jetzt ist es leer. Und jetzt sieht man natürlich, jetzt gehen die hier auch rein und die werden natürlich auch hier immer wieder was reinstopfen. Irgendwann fangen die dann an, auch zu arbeiten, wenn sie genug Zeug bekommen haben. So, jetzt fängt der wieder an. Wird der Auflage noch ein bisschen. So, für Shitgutlager von der Kohle habe ich mir gedacht, ein bisschen mehr aufzuteilen. Gibt es dieses Vorlager? Ich weiß, es ist komplett bescheuert. Keine Ahnung, ich kam irgendwie auf die Idee und fand sie gut. Und das wird dann so gemacht. Bei denen darf nichts importiert oder exportiert werden. Die sind da komplett immun sozusagen gehen. Der darf gemacht werden und das ist für Kohle. So. Dann sind die Lager nicht direkt vorbereitet. Und dadurch, dass natürlich die Kohle der Hauptteil ist, was wir brauchen an Produktion, muss es natürlich dementsprechend auch eine Größe haben. So, wie schaut es denn hier aus? Ach ja, hier haben wir nicht den Grund schon erwischt. Aber hier, wie scheint, immer noch nicht. Es ist sehr interessant, das zu sehen. Wie schaut es hier aus mit den Buddeln? Ich gebe denen jetzt mal die Freigabe, das Ganze auszubuddeln. Was bisher schon bearbeitet wurde. Einfach, dass sie sich da durchbuddeln anfangen und durchgraben. Man muss überlegen, wie tief wir hier eigentlich schon sind. Das ist schon eine ordentliche heftige Tiefe. Und auch was wir da rausgegraben haben, ist ja alles mittlerweile irgendwo. Hier haben sie jetzt schon, die haben halt echt da schon eine Küstenlinie dran gebaut. Schon irgendwie geil. Hä? Wenn wir das noch verbinden können. Habe ich gerade was gesagt von verbinden? Ich mache das jetzt einfach mal. Natürlich ein bisschen abreißen, damit es nicht zu übertrieben wird. Aber wenn wir es hinkriegen, das wäre cool. So eine Küstenlinie nach da vorne. Und wenn in Zukunft, das ist wahrscheinlich die Durchfahrt. So, Schiff im Kampf, Standort erkundet. Aha. Unser Schiff hat beschädigtes Frachtschiff entdeckt. Was haben wir jetzt gefunden? Ein Sägewerk. Damit kann ich nicht wirklich anfangen. Ölbox Stufe 4, Stufe 6 ist halt echt teuer. Aber wir haben hier noch viel drin, 69%. Ich würde halt gerne noch was finden. Zurück erstmal nach Hause. Dich tun wir jetzt erstmal noch eine Runde reparieren. Gut, 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 gut. Alter, diese Mine wird immer tiefer. Wie schaut es hier aus? Lager ist leer, perfekt. Dann reißen wir das Ganze jetzt ab.
Unsere Schüttgutlager kriegen noch ein bisschen mehr Tiefe. Und dann tun wir anfangen, das Ganze zu verteilen. Immer den inneren nehmen. Weißt ja nicht, wann es den brauchen kannst. So. Dasselbe machen wir jetzt hier drüben. Hoppala. Und führen wir einfach nach hier vorne durch. Perfekt. Wie gesagt, das wird jetzt hier alles ein bisschen anders gebaut, wie wahrscheinlich sich das einige vorstellen. Was mir jetzt hier nur wichtig ist, dass wir das hier anfangen zu deaktivieren. Hier einen kleinen Import mal erzwingen sozusagen, weil Akte werden sie wahrscheinlich, wo tun sie denn? Hier ist hier Kohle drin, hier tun sie einiges nachlagern und ich glaube hier hinten ist halt so Hauptakte, weil wir hier auch ein riesiges Lager erzeugt haben. Ich hätte gesagt, dass mindestens voll sein muss. Ja, das kann gut dauern, bis wir das Ganze jetzt hier irgendwie hinkriegen. Warum sind wir eigentlich aktuell extrem ausgelastet? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Aber wir können hier nochmal gerne ein paar nachbauen. Von meiner Seite aus kein Problem. Dann produzieren wir hier nochmal ein bisschen Fahrzeuge. Dann können sie nicht mehr so ausgelastet sein. Und dann brauchen wir Schmelzen. Oder Hochöfen, wie man sie auch schön nennt. Wo fängt denn der an? Produktionsleistung gleich mal vervierfacht. Du kriegst hier auch noch einen hin. So. Dann müssen wir natürlich direkt schauen, dass wir auch Schornstein bedienen. Da sind sie auf, Leute. Schau dir das an. Wupp, fährt das Ding hoch. Schon steht die Hälfte. Hier anschreiben Eisenerzlager. Da liefern es wahrscheinlich auch erst was raus, wenn ich ihnen sage, wohin. So. Schnell liefern, schnell liefern. Die auch schnell liefern. Du kriegst von mir den Anschluss hier dran. Passt schon. Und du übernimmst mir bitte die Einstellung von ihm hier. Ihr kriegt die Info, nichts importieren, nichts exportieren. Eisen herstellen. Und das übernehmen bitte die anderen vier auch. Achso, warte mal, das ist jetzt falsch. Was ist denn da abzuziehen? Ich habe schon gar keinen Plan mehr, was ich mache. So. Das kriegen alle von hier. So. Ich hätte gerne, dass das bei mir unter kontrollierten Bedingungen rausgeht. So.
So. Schauen wir mal. Als nächstes sind dann die Metallgießereien dran. Das ist dann die Frage, wie viel kriegen wir denn da hin? Ich glaube, das ist besser, wenn wir es so platzieren. So. Ist alles ein bisschen eng, aber was, ich hoffe mal, dass das passt. Probieren wir es mal. Asche, es hat sich so, ist sich sogar ausgegangen. So, jetzt müssen wir noch mal irgendwie schauen, dass jetzt hier. Alles seinen geordneten Weg geht. So. Alter, ist das eine verzwickte Situation. Ah, schau dir dieses Massenwerk an, was existiert bald. Alter Verwalter. Das wird das Werk für Eisenproduktion. Oh nee. Oh, please no. Ich hasse es. Ich hab's zu eng gebaut. Und die gehen nur am Boden. Bedeutet, ich muss mir irgendwie an überlegen, wie wir es hier noch besser hinkriegen können. Schnelles Entfernen, schnelles Entfernen. Ach komm, das geht doch bestimmt irgendwie noch besser. Von mindestens drei Abstand. Bedeutet so. Und so. Dann ein flaches Fließband. Dann führen wir das halt hier so hin und dann können wir hier bestimmt hoch oder sowas.
perfekt. Dann kann ich hier einfach noch. Anschließend. Perfekt. Schon sind wir zufrieden. Und dann können wir nicht auch wieder hier mit dem typischen Eisenrohranschluss durchgehen. Und links und rechts einen Anschluss einbauen. Perfekt. So, dann kriegt das jetzt erstmal einen Kohleanschluss. Ne, einen Eisenanschluss, würde ich sagen. Hier haben wir den äußeren genommen, lustigerweise. Ich würde hier jetzt aber den inneren preferen. Weil in dem Fall das angenehm zum Arbeiten ist. So. Okay, dann hat er es halt so gemacht. Wir bauen mal schnell das auf. Ziehen wir das mal von hinten hoch. Dann sollte das jetzt passen. Und dann haben wir jetzt hier ja rein theoretisch dann die Stahlgießerei. Dafür brauchen wir geschmolzenen Stahl. Geschmolzenen Stahl kriegen wir doch. Ah, dafür brauche ich geschmolzenes Eisen. Ha, ich bin schlau. Au, das ist nochmal eine ganz andere Anlage. Produzieren wir denn hier genug? Das ist jetzt die Frage. Aber sonst können wir einen Teil nach da abziehen. Dann hier noch. Man weiß, das produzieren ja nur noch Dampf. Und dann kommt noch ein, zwei Sachen dazu. Aber rein theoretisch können wir jetzt hier direkt das Lager aufbauen. Wir bauen hier das vier große Lager. Zack. Und dann schließen wir noch das neue Flachband an. Alter, das mit Nicht-Dingsen ist teilweise echt scheiße. So. Und schon können sie das, die Eisenproduktion wieder anheizen. Zack. Hat das hier irgendeine Priorität oder was ist hier los? Ich habe jetzt eher das Gefühl, dass gleich nichts mehr nah rauskommt, weil einfach zu viel von der einen Seite kommt. Die Mitte will auch wieder spielen, Leute. Jetzt kann die Mitte spielen. Aber jetzt wird Eisen richtig mal angeheizt. Und wir hauen die alte Produktion jetzt komplett weg. Das kann jetzt noch kurz dauern. Die anderen lassen wir noch fertig arbeiten. Aber hier sind ja die Lager auch schon bummvoll. Und wir haben hier oben aber jetzt diese niegelnagelneue Anlage. Die wird sich freuen, wenn sie endlich wirklich 100%ig arbeiten kann. Die hinten hat so viel. So viel ist hier noch drin. Das ist Wahnsinn. Der Eisenanschluss ist brutal. Und es wächst und wächst. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.